ich hatte schon während dem Bachelor schon einige Jobangebote bekommen. Beispielsweise habe ich im fünften Semester ein Praktikum absolviert und ein Jahr später wurde ich eben von dieser Firma angerufen und gefragt, was ich denn vorhabe, da diese Firma ein Riesenprojekt mit Indien gerade zugange hat. Da ich eben indischer Herkunft bin, waren sie, glaube ich, sehr interessiert an mir. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mich leider schon für den Master entschieden. Und ja, da wurde nur gelacht und wurde gesagt, ja, mach nichts, dann mach deinen Master und dann komm danach zu uns, weil in den nächsten 30 Jahren werden so einige Projekte noch von da kommen.